Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spec Ops The Line. Ich weiß nicht, ich muss hier, glaube ich, gerade ein bisschen mit dem Nadelwerfer. Da müssen die schon mehr bringen, um uns aufzuhalten. Ja, ja, schieben wir einfach alles weg. Zu spät, Captain. Ich habe eine Menge Geduld mit Ihnen, Captain. Ich habe nur Angst, dass ich irgendwie den abschieße. Diese Stadt verdursten, dann liegt völlig falsch. Da, vor uns! Noch mehr Feinde! Scheiße! Die blockieren die Straße! Wir können hier nicht halten! Keine Deckung! Ich komme da durch, aber ihr müsst sie abhalten! Und bleib liegen, verdammt! Jetzt haben wir. Oh! Warum stimmt der nicht? Ich bin fast durch! Hä, was für eine Scheiße! Hä, ich kann ja nichts machen! Was ist das für eine Kacke? Meine Güte, ehrlich. Oh. Lol, ich kann nicht von dem Truck runter, ich kann nichts machen. Alle Mann festhalten, das wird ein heißer Ritt! Halt Kontakt! Feuer frei! Bei dem Traktor, rechte Seite! Zack, wieder einer! Bautenteile zerfetzt. Vorsicht! Wir haben die umgelegt, scheiße! Oh. Bin schwer unter Beschuss! Ich finde es so Hammer, wie es sich zerfetzt, Alter. Da müssen die schon mehr bringen, um uns aufzuhalten. Bringen Sie uns hier raus! Zu spät, ich brauche hier Deckung! Aber wenn Sie denken, ich lasse diese Stadt verdursten, dann liegen Sie völlig falsch. Da. Da, vor uns! Noch mehr Feinde! Tango erledigt! Scheiße! Die blockieren die Straße! Wir können hier nicht halten, keine Deckung! Ich komme da durch, aber ihr müsst sie abhalten. Ja, ich muss nachladen. Ich bin fast durch. Ja, alles gut. Ich bombe die hier gerade nur alles, weil ich mag nicht, dass es ist wie vorhin. Und ja, alles festhalten. Sie wollen zu den Trucks. Sie wollen zu den Trucks. Hab ihn! Bis jetzt weiß ich nicht echt, wer böse ist und wer nicht. Eigentlich wollen die jetzt nur das Wasser aufhalten, damit die Leute noch Wasser haben, aber eigentlich nur die Soldaten. Aber die Zivilisten wollten auch dieses Wasser. Logo, hol den scheiß Heli runter! Alles klar! Wir haben wie es meiner! Ey, ich komm nicht rüber! Hä? Wie oft muss ich auf den Heli jetzt schießen? Was ist das? Boah, gerade nervt's mich. Du kannst dich nicht verteidigen, nichts kannst du machen, außer diese Alle Mann festhalten, das wird ein heißer Ritt. Kapitel 10, Teil 2, die dritte. Komm, den 1000 Teile. Bei dem Traktor! Feind ausgeschaltet! Fuck! Hier wurde ein Mann getroffen, richtig! Sie kommen von der Überführung! Da müssen die schon mehr bringen, um uns aufzuhalten! Bringen Sie uns hier raus! Zu spät, Captain. Ich hatte eine Menge Geduld mit Ihnen, Captain. Aber wenn Sie denken, ich lasse diese Stadt verdursten, dann liegen Sie völlig falsch. Da, vor uns! Noch mehr Feinde! Gegner erledigt! Scheiße! Die blockieren die Straße. Wir können hier nicht halten. Keine Deckung. Ich komme da durch. Aber ihr müsst sie abhalten. Wir haben ihn umgelegt. Nein, ich lade gerade nach. Ich bin fast durch. Und ja. Alles festhalten. Ich baller hier einfach nur überall hin. Sie wollen zu den Trucks. Hab ein! Hey, der lebt noch?
Nachladen, nachladen. Walker, haben wir rechts von dir! Schnell! Mhm, ein Schuss. Das war's noch nicht! Vorsicht! Ja, den Heli, ich weiß nicht, irgendwie kann ich den nicht runterschießen. Geb ich auf. Logo, hol den scheiß Heli runter! Alles klar! Wir haben wie es meiner! Heli hat abgedreht! Oh, verdammt! Moment, wir machen einen Umweg. Oh, ich glaube gerade so, oder? Ja, ich hab's geschafft, weil ich dachte schon wieder, es ist schon wieder vorbei. Warum auch immer. Sorry, Jungs, aber die kriegen ihr Wasser nicht zurück. Um keinen Preis der Welt. Jetzt zerstört die Trucks! Ach so. Okay, uns opfern? Ja gut, aber prinzipiell... In 4 Tagen beginnt diese Stadt zu verdursten. Wie Rix es wollte. Das ist ihre Schuld, Walker. Sie waren das. Nicht ich. Kapitel 11. Allein. Wir haben das Scheißding ist richtig schwer. Ganz recht. Euer Wasser. Wir haben Glück, wenn es die Woche reicht. Ab sofort gehen wir beide das Kriegsfeld. Ist wirklich nicht mehr übrig? Alle Bürger werden angewiesen. Wir dürfen nichts riskieren. Da, der ist voll. Soldaten, warte! Der Arsch ist schon halb tot. Alles. Ganz recht, mit dir rede ich. Alles. Los, zieh ab! Verpiss dich! Brauch ein bisschen Wasser. Ich dachte, der ist mal ein Schluck Wasser. Trinken oder so. Ja gut. Der lässt mich wahrscheinlich nicht. Hey, ich brauche Hilfe hier. Ich höre euch doch, ihr Idioten. Rix, sind Sie's? Warten Sie. Hier drüben. Er war doch derjenige, der die Dinger zerstört hat, oder? Wo sind sie? Ich sehe nicht. Oh, Scheiße. Moment. Ich hol sie da raus. Lassen Sie's. Hat keinen Sinn. Das Wasser ist weg. Das ist das Wichtigste. Scheiße. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Er hatte recht. Sehen Sie, wenn die Leute spitz kriegen, was er gemacht hat, erklären uns alle hier den Krieg. Und den verlieren wir. So wird's die Welt nie erfahren. Sie sind verrückt. Komisch. Das hat Gold auch gesagt. Was ich getan habe, war nicht schön. Aber richtig. Außerdem... Ich komme ja selbst nicht mehr hier raus. Ich will nicht verbrennen. Ja, das dachte ich mir auch schon. Verbrennen ist, glaube ich, echt kein toller Tod. Deswegen, los, Walker! Tun Sie's, bitte! Ich mach's jetzt. Ich will den eigentlich nicht töten, aber... Was stehen Sie da rum? Ich will, los doch! Also, verbrennen ist echt ein ekelhafter Tod, also... Muss ich das machen, weil... Verbrennen ist wirklich ekelhaft. Ich dort lieber, ehrlich gesagt, eine Kugel in den Kopf schnell bekommen, anstatt qualvoll zu verbrennen. Das wäre mir um Weiten lieber. Walker! Walker, kommen! Ja, ich bin hier. Ja. Gott sei Dank. Hey. Die 33. ist gekommen, bevor wir euch gefunden haben. Wir mussten weg. Ich dachte schon, ihr seid tot. Ich hatte Glück. Und Rix? Tot. Gut. Nein, nicht gut. Er hat uns angeschissen. Alle zusammen. Seinetwegen stirbt bald ganz Dubai. Die Stadt muss evakuiert werden. Schnell. Ja, bin gespannt, wie du das anstellen willst. Lugo? Oh, sorry. Störe ich etwa? Verdammt. Warte, Lugo, ich bin unterwegs. Ich sorg dafür, dass ihr es erfährt. Fick dich ins Knie. Wow, wow, wow. Bitte keine Kraftausdrücke, Kumpel. Das ist hier schließlich ein Familienprogramm. Eine Sondersendung für Verdurstende.
Warte! Bei der Maul! Älter sind in der Maul fest! Los! Was? Scheiße, noch mehr Soldaten! Ist das jetzt ein Witz? Los, in Deckung! Oh, das klingt nicht gut, Marty. Nicht so schüchtern. Raus damit! Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend durstige Hörer, die alle brennend interessiert. Worum geht sie? Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nicht. Was soll ich machen? Ich hab keine Waffe, gar nichts. Ich hab keine Munition, keine Waffe, nichts. Wie soll ich mich verteidigen? Im Nahkampf oder was? Jetzt habe ich eine Kugel wieder. Nachladen. Der hatte noch ein Magazin. Habe ich jetzt 7 Schüsse. Scheiße, noch mehr Soldaten! Ach so. Los, in Deckung! Ach, die wären gar nicht auf mich gegangen. Das ist nicht gut, Marty. Nicht so schüchtern. Raus damit! Oh mein Gott. Sind hier nur wir zwei und ein paar tausend durstige Hörer, die alle brennend interessiert. Oh, was wirst du jetzt tun? Oh, was wirst du jetzt tun? Ihr Marty stirbt, denn sie bringen ihn um. Sie wollen Wasser und Eimer und werden nicht ruhen. Was wirst du jetzt tun? Denn die bringen dich um. Was ist denn jetzt los? Marty, Marty, Marty. Es ist aus, Lieutenant. Die Waffe weg, dann überlebt Sergeant Lugo. Hör nicht auf ihn! Ich sag der Schnauze! Walker, falls du das hörst, sie haben Lugo. Die 33. nagelt mich fest. Ich komm nicht durch zu ihm. Ich brauch dich hier. Hören Sie mich, Lieutenant! Feind ausgeschaltet! Wurde auch langsam Zeit! Ja, das war, ich glaube, das war die richtige. Was nachladen! Scheiße, die sind überall! Geil, ein Scout. So, mein Guter. Noch mehr Scheiß-Kängos! Waren wir hier nicht schon mal? Nee, so ähnlich, ne? Hä, der lebt wieder? Oh gut, jetzt habe ich daneben geschossen, das habe ich gesehen. Lol, wie viel hält denn der aus? Das sieht voll schön aus mit den Schmetterlingen. Ich frage mich nur, wo hängen die dran? Alles klar. Ist hier keine Schnüre? Bei dir? Hier auch alles klar. Achtung, Männer der 33. Delta Force Actionfiguren heute im Angebot. Delta Force preisgünstig zu haben in der Mall. Holy shit. Wir müssen was gegen diesen Kerl unternehmen. Erst müssen wir aus der Mall raus. Seht ihr drüben einen Weg? Mir geht's nicht. Vielleicht weiter unten. Okay, schalte diese Wichser aus. Oh, okay. Wie komme ich hier weg eigentlich? Ich kann wieder Muni auffüllen. Nochmal, ja genau, aber wie komme ich hier weg? Die nageln mich hier drüben fest! Zurück, wir machen das! Gib mir Deckung, ich lade nach! Wir könnten dann... Dann mal los! Ah, okay, alles klar. Jetzt verstehe ich. Rücke vor! Gegner, rechte Seite! Walker, ich brauche Hilfe! Weitere Gegner beim Spielzeug! Ich habe eine Frage. Alles klar! Was sind die 8 furchterregendsten Wörter in der arabischen Welt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir sind Delta Force. Wir werden euch retten. Ich liebe diesen Witz. Was? Ist nicht lustig? Nein? Nein? Leck mich! Du arbeitest schließlich für einen scheiß Kriegsverbrecher! Über die Brücke! Los, los, los! Nein, leck du mich, Mann! Ihr habt doch keine das Ahnung, war ein was Fehler. Er tun musste. Und ich meine, was er tun musste. Er hatte eine Wahl, wie jeder andere auch. Ja, komm. Wenn ich die Seilrutsche benutze und unten sind fahren 20 Gegner, was soll ich denn da machen? Also aktuell nimmt das Spiel zu sehr dieses Kampf. Oh, das über ist die ein bisschen, Brücke, los, ist ein bisschen los, nervig, ein bisschen anstrengend gerade. Also es ist echt schwer, ist auch auf normal, das ist schon hart. Also die Magnum, die haut schon ordentlich rein, ne? So, ich glaube, jetzt kann ich wieder runterspringen. Jetzt aber. Ich kreuze, gib mir Deckung! Lade nach! Gib mir Deckung!
Schrotflinte im Anrollen! Ich lad grad nach. Ich geb die Deckung! Wieder einer! Da bewegt sich einer! Einer kommt aus der Deckung! Feind erledigt! Oh, der hat gerade seinen Kopf verloren. Der hat sich das mal durch den Kopf gehen lassen, ob das alles hier so richtig ist. Vorsicht! Soldaten im Anrollen! Anrollen? Sind die so dick oder was? Der hat sich das auch mal durch den Kopf gehen lassen. Der genauso. Wir sitzen fest, Walker. Wir sind auf deiner Seite. Der denkt auch drüber nach. Das sehe ich schon. Der da denkt auch drüber nach. Nee, ich glaube, ich mag die Magnum behalten, weil die eigentlich ganz geil ist. Aber die wird keine Muni mehr haben. Ja, hat keine Muni mehr. Moment, ich komme von hinten. Wir können dich von hier nicht decken. Tango erledigt! Da. Kommt da noch wer? Was zum Teufel? Scheiße, wo bist du? Kann das ein Witz sein? So einen Scheiß brauche ich jetzt nicht! Halt still, verdammt! Walker, Beeilung! Was ist hier los? Scheiße! In Deckung! Deckt mich, ich lade nach! Boah, Alter! Unterstützungsfeuer! Was? Ich dachte, das ist so eine... Ich kann den gar nicht töten und irgendwann sterbe ich dadurch. Und dann kommt so eine Zwischensequenz. Aber ich muss den echt töten? Ey, langsam fühle ich mich verarscht. Und wieder von hier? Boah, nee, Leute, ich brauche eine Pause. Gerade das, also das war jetzt assi. Das war richtig, richtig, richtig asozial. Holy fucking moly. Ich brauche eine Pause. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dann schaffen wir das mit dem komischen Juggernaut da. Dieses hell, dunkel, hell, dunkel. Und dann schauen wir mal weiter, wie es mit der Geschichte weitergeht. Weil die Geschichte ist interessant und spannend. Worauf warten wir eigentlich? Schnauze. Was passiert, wenn ich weitergehe? Über die Brücke! Los! Sie kommt durch die... Bis dahin. Weiterspielen und ciao.